Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Terraria Expert Mode. Während der furchtbaren Sommerhitze. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts, denn wir suchen jetzt den Meteoriten. Jo! Es wird nämlich langsam mal Zeit. Aber da rechts habe ich noch gar keinen Pylon. Achso, wir kriegen ja keinen Fallschaden im Moment. Jo. Wir sind für unsere Situation top ausgerüstet. So ziemlich. Also der Erg ist quasi jetzt unbesiegbar. Der größte Feind wurde bezwungen. Erik bekommt ja jetzt noch seine Top-Rüstung und seine Waffe. Damit er jetzt auch eigentlich was zum Schaden beitragen kann. Das war in letzter Zeit ja leider nicht so gut. Aber in der roten Gruppe ist er noch nicht. Stimmt, ich hab mich schon gefragt, irgendwas fehlt hier. War ein bisschen ein Schneesturm? Weil es bei uns geregnet hat. Ach ja, macht denn. So, hier ist das Häuschen, das ich schon mal gebaut habe. Aber wir haben noch keine NPCs, um hier einen Schneepylon aufzubauen. Hoffentlich ist er nicht mitten in der Crimson gelandet. Das wäre ärgerlich. Aber vor allem wäre es wahrscheinlich, dass er da gelandet ist. Ja. Wir haben ganz schön viel Crimson in unserer Welt. Ist mir so, oh, hier ist es. Der Crimson? Ne, noch davor. Aber. Okay, jetzt erstmal meinen Bildschirm ein Stückchen heller machen und vorsichtig. Das kann jetzt lustig werden. Also einer sollte sich um die Verteidigung kümmern und die anderen versuchen irgendwie abzubauen, ohne sich dabei selbst wegzufackeln. I see. Okay. Nee, icy ist es nicht, eher fiery. Haha. Okay. Der Punkt geht an dich. Dankeschön. Der kommt direkt als neuer Eintrag in mein nächstes David Schlechte Witze Best of. Gott, wird das ein langes Best of. Ja, kannst du. Das hab ich. Aua. Wobei, vielleicht wird das Best of gar nicht so lang, weil ich die meisten Szenen einfach nicht mehr wiederfinde. Okay, das ist gar nicht so leicht, da überall ranzukommen. Stehst du da sicher? Ich? Ja. Lennart, ich guck gerade. Naja. Ja, eigentlich schon. Ich denke so. Das war nicht sicher. Ach nein. Blutmund geht auf. Ach komm schon. Das ist auch immer das Worst-Case-Szenario für uns, oder? Ja, irgendwie immer dasselbe. Alter, wie viele sind das denn? Die hören halt einfach nicht auf zu kommen. Mein Gott! Ich hätte vielleicht eine Bombe mitnehmen sollen. Die ganzen Meteoriten einfach wegsprengen und alles einsammeln. Fuck, Alter. Und von oben kommt noch einer. Naja, Geld liegt da auf jeden Fall genug. Also auf jeden Fall. Soll ich mit dem Wurmloch drankommen? Ja, teil dich. Ja, kannst du dich machen. Ich nehme jetzt Bomben mit. Ich muss mal gucken, wie das vom Sprengen geht. Ich werde erstmal eine zum Testen verwenden. Ja, Heck, brauchst Heilung übrigens. Kann ich nicht. Jo, der kam mit dem Rechter hier auf. Verkackten Spiegel.
Oh, was war das denn? Ich habe mich ausgerechnet zum Falschen teleportiert. Zu dem, der auf einem Feuerblock stand. Ich sterbe jetzt direkt wieder. Ja, das war ein... Ja, ich verbrenne. Nein, okay. Mit... Einem HP bin ich doch hier! Ein HP! Also wortwörtlich. Sie kommt von überall. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss halt echt auf euch warten. Das sind einfach zu viele. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen hochgehalten. Ich dachte, okay, cool, jetzt kann ich loslegen. 70 Damage machen die mit einem Hit. Möglich. Nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich. Ich versuche einfach mal die Stellung zu halten. Es spawnen auch bestimmt mehr wegen dem Blutmond, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so viele waren. Ja gut, da oder wir waren immer schneller fertig. Hatten auch den Expert-Mode nicht gespielt, ne? Stimmt auch wieder. Immerhin haben die Gegner hier keinen besonderen neuen Zusatzeffekt, wie es... Also ich weiß, irgendein Gegner in der Hölle, wenn man den tötet, dann droppt er einfach mal so Lava. Sowas gibt es halt zum Beispiel und das ist echt Killer. Okay, Nummer 1 ist schon da. Ich teste mal eine Bombe, ob es wirklich, ob das Erz dann da bleibt. Nein, oder? Ich hab's nicht gesehen, ich spring einfach einmal rein und gucke, ob ich was aufsammel. Nee, bringt nichts. Gut, dass ich nicht direkt alle reingeworfen habe. Wir müssen das also tatsächlich abbauen. Okay, ich gehe da nochmal nach unten. Achtung, wir sind hier. Alter. Wenn die von unten kommen, hat man aber auch keine Chance. Dieser Geist! Alter, das bringt einfach nichts. Ich habe 3 Gold gedroppt jetzt. Oh Gott, ich hab kein Mana. Holt euch wenigstens mein Geld. Eins links unter dir. Okay. Wir schauen erstmal, was wir jetzt aus den Meteoriten, die wir jetzt haben, machen können. Oh Gott. Stimmt, die kommen jetzt alle durch die Türen rein. Lennart, wirf mir mal deine Meteoriten ab. Ich guck mal, was ich daraus craften kann. Dann halte ich bei der Nurse und gehen wir gleich wieder los. Oder wir gehen am besten erst los, wenn der Blutmond vorbei ist. So, ist das alles, was wir an Meteoriten bis jetzt haben? Mal sehen. Das können wir machen. Habt ihr noch Meteorite im Inventar? Nein. Okay, negativ. Die Rüstung ist schon fertig, nur die Waffe noch nicht. Dafür brauchen wir noch mehr. Der denn her? Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich habe hier doch noch Sachen gefunden. Was für einen Hook habt ihr?
Den Netzschleuder, habe ich. Slime. Okay, dann erstmal Leonard. Wo ist er? Bitteschön. Erik. So, bitteschön. Leonard, Hier. Catch. Ach, dein Füße. Goodbye. Warum machst du dich so auf? Du kannst auch so da durchlaufen. Ist mir egal. Ich hätte doch extra als Verteidigung gemacht für uns. Ja, ich hätte jetzt was, ob ich offen gelassen hätte, nachdem ich wieder reingekommen bin. Ja, ich meine ja nur. Ja, und ich meine ja auch nur. Ja, aber ich habe meine Meinung gemeint. Oh Gott, der Waffenhändler stirbt gleich. Ich glaube, wir sollten einfach mal alle nach links laufen, damit hier nichts mehr spawnt für den Waffenhändler. Sonst habe ich nachher wieder Probleme mit Munition. Und hier bekommen wir den Buff von unserem Gartengnom und unserer Sonnenblume. Meteoritenkopfbanner, kann ich aufhängen. Ist jetzt gleich nicht fertig? Wie viel Uhr ist es? 4 Uhr. Ah ja, 4.30 Uhr ist vorbei. Sehr gut, darauf erstmal einen Schluck Wasser. Jo, fertig. Nicht vergessen zu hydrieren, gerade bei dieser Hitze, sehr wichtig. So, und jetzt recken wir diesen Meteoriten. Sind wir gleich im Eisgebiet, da ist es nicht mehr so warm. Genauso funktioniert das. Wäre doch cool. Ja, bei mir ist mittlerweile das so warm, dass ich externe Kühlung einschalten muss. Ich habe bei mir dauernd. Bei meinem PC weiß ich nicht. Ich habe ja extra, ich hatte damals diesen neuen Lüfter, habe ich mir geholt. Mit dem großen X drauf, der größer ist wie jedes andere Bauteil, das sich in meinem PC befindet. Super leise und er hält alles schön kalt. Das war die beste Anschaffung überhaupt, weil das, was ich vorher da drin hatte, das war der Lüfter, der war so groß wie eine GameCube-Disc. Und das hat nicht viel geholfen. Und war zudem sehr laut. Ja, aber bei mir bringt das auch noch nicht so viel, aber... Da bin ich ja schon. Ich spare ja momentan ein bisschen, weil wo will man denn momentan hin? Also braucht man irgendwie auch nicht viel Geld auszugeben, oder? Sagst du. Ja gut, wenn man an sich Probleme mit Geld hat, dann ist natürlich, Ja, bleib lieber du bei, bleib lieber bei deinen Winkeln. Alter. Also, sehr gut, ich dachte.
Also ich hole mir diesen Monat für 300 Euro neues Equipment für meine Küche. Eine Küchenmaschine oder was? Ne, verschiedenes. Stabmixer und ja, das war klar. Danke fürs Geld. Ja. 3 Gold. Freu dich dran. Alter, ich will nur noch kurz was aufbauen. Was habe ich denn noch alles? Einige Chili-Gewürze habe ich in meiner Liste. Ein Stabmixer, was zum Backen. Ein. Wie nennt man das, womit man Eiskugeln formt? Eiskugeln formt? Ja, diesen Löffel. Ja. Den brauche ich nämlich für meine Pancakes. Warum brauchst du denn dafür? Ja, du packst ein bisschen für ab. Um es in die richtige Form zu bekommen. Ich mache ja. Dieses Rezept habe ich mir da rausgesucht und mittlerweile koche ich das dann öfters. Also ich versuche es zumindest, diese japanischen Soufflé-Pancakes, die so extrem fluffig sind. Und das ist 2 Stunden Arbeit für 3 kleine Pancakes. Also schon anstrengend, aber geil. Mhm. Also ich helfe dir gleich wieder beim Abbauen, wenn ich ein bisschen mehr Leben habe wie 50. Jo. Achtung unter dir. Ich hatte damit gerechnet, ich wollte es einfach ertragen. Verdammt, ich bin zu hoch gehüpft und habe mir den Kopf an einem Feuerblock gestoßen. Gut gemacht. Wisst ihr, worauf ich wieder Lust bekomme? Dark Souls 2 irgendwie. Jo. Oh ja. Ich habe gestern wieder mal so geguckt, wann ich welche Spiele gespielt habe. Dark Souls 2, Skull of the First Sin, habe ich das letzte Mal 2015 gespielt. Mhm. Das haben wir echt nicht viel gespielt. Ich fand den normalen Teil irgendwie. Der normale Teil, der hat irgendwie mehr Spaß gemacht, fand ich. Ja. Gut, Skull of the First Sin ist aber auch nicht so schlecht. Ja, nur, das auf jeden Fall. Extra, also nur, dass man da einen extra Teil für gemacht hat, war ein bisschen doof. Leer, du stehst auf dem Feuerblock und vergisst ab. Ich wundere mich gerade, wo kommt denn die Feuer? Na gut, das mit Skull of the First Sin, das war halt. Ist halt dasselbe wie mit Dark Souls Remastered, also es ist halt. Ja, aber man hätte das ja erstmal sparen können. Man hätte es ein paar Jahren mal machen können, sowas, aber. Ja, das haben wir ja direkt, bevor sie Dark Souls 3 herausgebracht hat, dann sehen das ja gemacht. War wirklich früher. Also die hätten da bestimmt jetzt noch mehr reinmachen können, wenn sie gewartet hätten. Zum Beispiel auch das Koop-System mit Passwort und so. Ja. Da hätte man sich den Ring, also immer dieses Ring anziehen sparen können. Wobei, das war halt auch schon ein Vorteil gegenüber dem ersten Teil. Der erste Teil war eine absolute Katastrophe, wenn man wirklich gezielt koopen wollte. Also, gezielt zu koopen ist allein ein Wort, was man mit Dark Souls 1 nicht verbinden darf. Also, ist eigentlich auch. Wobei, bei Dark Souls 2 hat sich das ja schon immens verbessert durch den Ring. Jo. Ach ja, nee, du hast mir doch das eine Video da von Miracle of Sounds geschickt mit Ghost of Tsushima, ne? Ja. Ich hab's mir halt nicht angeguckt aus dem Grund, weil ich zu dem Zeitpunkt Ghost of Tsushima gespielt hab. Ja. Hättest du mich im Hintergrund laufen lassen können, passt doch. Na, nee, ich hab das halt hier an meinen PC-Monitor aus der PlayStation angeschlossen. Ich hab deswegen keinen Lautsprecher, weshalb ich dann meine Kopfhörer für die PS4 benutze. Da kann ich im Hintergrund keine Musik hören. Mhm. Kacke!
Da ist jemand eingegangen. Aber wir dürfen mittlerweile auf jeden Fall genug haben für die ganze Ausrüstung. Ja, also davon will ich mal ausgehen. Nur jetzt wird das halt aus Prinzip fertig gemacht, ne? Ich hab gegessen, was auf den Tisch kommt. Winterzeit ist Eintopfzeit. Das Problem ist, es wird halt echt nicht einfacher, den abzubauen. Ja, vor allem, weil es jetzt wieder hochgeht, da. Ja. Und ich mir jedes Mal den Kopf stoße. Ich muss ehrlich sagen, unser Haus gefällt mir. Ja. Aber hübsch gebaut. Da steckt auch viel Frust drin. Mit Hass. Vom ersten Tag. Mit Hass gemauert. Aua, du! Hast du gesehen, was für eine Kehrtwinde der gemacht hat? Das Arschloch auf mich zu, hat auf einmal jetzt schon rumgedreht. Komm am besten zurück, wir haben genug. Den Rest holen wir dann. Ja, auch machen wir noch. Ich habe noch zwei, die mache ich noch kaputt. Dann hole ich mir noch Geld. Oh, hier ist noch Gold, das kann ich mir noch nehmen. Ja, das dürfte meins sein. Ja, nee, da war noch anderes Gold, weil deins hatte ich eingesammelt. Muss mal den Kraftstein da rein. Was für eine Frage, von wem kriegt man nochmal das Euro-Gegengewicht? Vom reißenden Händler oder Skeletthändler? Ah, wow. Wo ist der Skeletthändler? Der kann unterirdisch überall mal auftauchen. Ah ja. So, jetzt gibt's die Space Gun. Achso, du kriegst von mir auch noch. Oh, ich hab noch viel Meteorit. So, wer will die Meteor-Ham-Axt? Ist Hammer und Axt in einem. Aus Meteor. Und Axt. Und Axt. Also, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so wild da drauf. Ich mach mir mal eine. Wer weiß, wann ich die mal gebrauchen kann. Und dann kann ich den Wolframhammer wegpacken und den Sägezahnhai, den ich als Axt missbrauche. Du hast einen Hai und benutzt ihn als Axt. Ja, hier der. Jo, der kommt mit. Der Igel wohnt jetzt hier. So, Laserschwerter, aha. Welche Farbe mögt ihr? Orange. Rot. Ja, rot. Rot geht nicht, weil wir ja deinen Start machen müssen. Ja, was? Grün. Grün, okay. Ich nehme mir dann den hier. Erstmal, bitteschön. Kannst du auch unten ja wieder nachschmieden lassen. Wo hast du denn Sterne gelagert? Ganz oben rechts. Bei der Goldkiste da, wo die Erze sind. Ne, da unten auch schon, aber halt ganz rechts oben. Ach, da. Orange bekommen wir mit den Topazen nicht hin. Dazu müssten wir Bernstein holen, die wir bis jetzt, glaube ich, nur einen gefunden haben. Ich kann ja halt höchstens ein gelbes dann machen. Oh, gelb geht auch. Gelb. So, grün. Und ich nehme dann mal ein blaues. Geil! Geil, Leute. Also, jetzt passt mal auf. Hast du was Kaputtes? Passt mal auf. Gelbe Laserklinge. Wendig. Plus 4 Tempo. Bitteschön. So. Grüne Laserklinge. Schrecklich. Minus 14 Schaden. Minus 13 Größe. Minus 15 Rückstoß. Kannst du stolz sein, Erik. Und blaue Laserklinge bin ich auch sehr stolz. Lästig. Minus 19% Schaden und minus 16% Tempo. Sehr geil. Ich komme direkt mit beiden Schwertern nach unten, damit wir die auch nachschmieden lassen können.
Aber die haben es echt nötig. Und wir haben noch 77 Meteorit. Das ist auf jeden Fall wichtig, um den Meteorstab